So. Heute suchen wir uns diese Jahrgangsgeschichte da. Diese Jahrgangsverkaufs, den Jahrgangsverkaufsautomaten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der, dass einer in Mülltal ist. Und deswegen gehen wir jetzt mal dahin. Hier müsste der sein. Let's have a look. 6,5 Stunden später. Und hier sind wir. There we are, guys. Hier ist das Ding. Da ist er, der Energy Drink. 7 Jahre Energy Drink. Ah, okay, das ist gut. Was ist es? Use the vending machine. Jackpot Vending Machine. Ja, ihr müsst einfach nur öfters draufdrücken. Okay, alles klar. Super. Und diese Drinks. Okay, also alles geht hier. Wir schauen nochmal auf der Karte, wo stehen wir hier rum. Mülltal. Es ist dieses Haus hier. Perfekt. Ich drücke noch ein paar Mal drauf. Ah, oh, wir haben schon alle genommen. Okay. Super. Damit wären wir jetzt durch mit unserer Challenge. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, ich spiele eigentlich einfach weiter, weil ich will ja noch meine anderen Challenges hier fertig machen. Das bedeutet, was sind denn noch weitere Challenges, die ich zu erledigen habe? Sniper Rifle Damage. Teammates. Bandagen, Engine, aus. Also, Sniper Rifle Damage. Das machen wir doch mal. Ja, passt. War da nicht eine Ace gelegen? Genau. Gut. Können wir uns jetzt hier verkrümeln. Und jetzt noch ein bisschen Jagd auf Gegner machen. Vielleicht brauchen wir noch einen Scope. Ist ein Extended Mag für die... Ey, ganz ehrlich. Dann nehme ich die Vector. Weil die Vector mit Extended Mag ist top. Komm. Was ich wieder für einen Scheiß zusammenlege. Okay, passt. 191 Schuss brauche ich niemals für das Ding. Was ich auch witzig finde, ist, dass man da durch die Fenster nicht raus kann. Das ist so ein Fake. Ich brauche noch einen Scope. Unten Vertical Focus oder so. Die BZ nehmen wir auf jeden Fall mit.
Energy, diese komischen Anniversary Energy Drinks hauen wir uns rein. Wie viel müssen ich noch von nehmen von den Dingen? Ist ja auch keine Gegner mehr. Pyroscope. Nicht auch noch irgendwas mit Bandagen zu erledigen. Ich glaube schon. Irgendwas war auch noch mit Bandagen zu erledigen, glaube ich. Lass mich noch mal kurz auf die Missionsliste schauen. Sniper Damage 200. 15 Bandagen und Motor ausschalten, alles klar. Wo ist man hin? Oh no. Oh no. Gut, Motor ist aus. Mission erledigt. Rüber über die Brücke. Jetzt habe ich heute den besten Spot. Den besten Spot in ganz. Auf der ganzen Karte hier. Wichtig ist nur, dass er da... Oh Mann. Ja. Wichtig ist nur, dass er da aufpasst, wenn er hochrennt. Aber das hier ist ein Sweet Spot. Kommt drauf an, kommt jetzt natürlich drauf an. Zu, Türen sind noch zu, das ist gut. Ja, passt. Und wir haben sogar noch eine Emergency Pickup hier, ich flippe aus. Super. Ich hätte gern besseres Scope. Um ehrlich zu sein, ich glaube, so viele First Aid Kits brauchen wir nicht. So viel Munition. Energy Drinks. Ich nehm alles mit, was wir an First Aid und Medi-Stuff finden. Ja, passt. Ja, genau, nehmen wir dann immer mit. What souls. Okay, jetzt warten wir kurz hier. Wir müssen noch Sniper Damage machen. Erstmal schauen, was haben wir denn sonst noch hier zu erledigen. Bandagen. Hätte man das Auto habe ich ausgemacht. DMR Damage wäre auch erlaubt gewesen. Alles klar. Ich sehe halt auch keine Gegner noch. Auf
24 am Leben. Also der Spot ist echt ziemlich nice. Der Spot ist echt ziemlich nice. Da unten ist einer. Rechts von uns. Wir chillen kurz. Das Game kann man durch Chillen gewinnen. Zumindest weitestgehend. Deswegen ist Chillen dann meistens das Mittel der Wahl hier. Wir sind noch in der Zone. Ist eigentlich gut. Trinken wir einen Kaffee. Ich sehe niemanden. Wo kommt die nächste Zone hin? Das ist die große Frage. Flugzeug. Okay, kommt irgendwo hier runter. Jetzt müssen wir aufpassen. Das kann nämlich jetzt schmerzhaft werden hier. Wieso kann ich hier falsch aufmachen? Ah, sowas geht mir echt auf den Zeiger. Aber wir müssen die Bandagen sowieso verwenden, also insofern ist es nicht weiter schlimm. Und außerdem hat man es mich so zumindest nicht gesehen. Weil den Fallschirm sieht man halt ultra weit. Weiter geht's. Drüben geht's ab. Hier unten sind mit Sicherheit aber hier. Ne? Ich renne nicht direkt auf die freie Fläche zu. Das wäre gefährlich. Die Spitzhacke gibt's noch nicht, schade. Die hätte ich gern. Da hinten ist Ultra-Gefahr. Okay, hier sind wir erstmal wieder gut aufgestellt. Können wir uns nochmal so ein Energy-Drink reinpfeifen. Noch 13 am Leben. Schalli habe ich leider keinen für die Sniper, das ist ein bisschen schade. Von hinten... Ah, oh, da war die Crate... Da war eine Crate. Shit. Sehe ich jetzt erst, Mensch. Seht ihr das? Da war die Crate gewesen. Sag mal, kann es sein, dass die Farbe von den Crates verändert haben? Die sind doch jetzt nicht mehr rot, die sind jetzt blau. Auch weird. Ich glaube, dass der G-Redder, mit dem werde ich mich am Schluss geben. Ich bin noch in der Zone, wir warten noch kurz. Der Typ hat sich selbst gesprengt, sehr schön. Oben im Wald geht's ab. Wichtig,
Das Wichtigste in dem Game überhaupt ist einfach zu wissen, wo die Gegner sind. Ja, da. Nicht so gut. Jetzt muss ich hier da durch diese Siedlung durchpushen. Das ein bisschen. Mal drüben markieren. Die sind weit außerhalb der Zone. Das bedeutet, die müssen auch zu mir. Ganz ehrlich, ich nehme die gerade noch. Ich hab Schiss, dass da noch welche rumlurchen da links. Sieht aber nicht so aus jetzt gerade, ne? Falls da noch einer ist, dann ist er ziemlich cold-blooded und bleibt lang in der Zone. Noch 6 am Leben da drüben. Warum liege ich hier und krieche? Ich will nicht, dass der mich sofort sieht. Ich brauche diese 0,2 Sekunden, die er länger braucht, um mich zu spotten, wenn ich da liege, als wenn ich stehe. Falls er hier aus dem Haus rausgepusht kommt. Sieht aber nicht so aus, als würde er aus dem Haus rausgepusht kommen. Das gesehen auch fatal, ne? Wie ich aufgestanden bin, obwohl ich es gar nicht wollte. Grasnarbe. Noch 6 am Leben. Ich hab Schiss, dass da hinten noch einer drin hat. Deswegen gucke ich nur nach hinten und nicht nach vorne. Das ist mir schon so x-tausendmal passiert. Der hat damit nicht gerechnet. Der hatte Level 3 Gear, ne? Achso, warte mal, das mit dem Microsoft, das kann ich machen. Der hat jetzt sich bestimmt ganz schön geärgert. Könnte ich mir vorstellen. Mach das Scope an der Dragon auf, nice. Noch 4 im Leben. Jetzt ist die einzige Frage, wo kommt die letzte Zone? Wo war der? Bro? Ich sehe nicht. War aber, glaub ein Bot, ne? War, glaub ein Bot. Ich sehe nicht. Direkt vor mir muss die Action sein. Mich ein bisschen nervt ist. Dass einer zumindest weiß, wo ich bin, das nervt. Der muss doch direkt da vor mir sein. Hier irgendwo. Hab weh getan. Links ist auch noch einer. Da oben ist auch noch einer. Ist mir jetzt alles wurscht. Und da hockt noch. Was geht denn hier ab, bitte? Den Hammer. So. Jetzt kommt raus. Ist halt echt witzig, ne? Also die Crates sind rot. Sind jetzt blau. Ach, das sind diese 7 Jahre Crates, okay, alles klar.
Noch zwei. Wo ist der letzte? Okay, alles klar. Also, so gewinnt man ein Match. Man stellt sich neben die Crate und wartet einfach, bis die Zone den letzten Bot platt macht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.